Willkommen zum mittlerweile 13. Türchen des Quicktip Adventskalenders. Heute dreht sich alles ums Firefox OS, das kann man nämlich bereits testen. Und wenn man sich die ZIP-Datei runtergeladen hat und sie entpackt hat, dann bekommt man das hier zu Gesicht. Da führt man dann einfach die Datei aus und bekommt dann dieses Fenster hier zu Gesicht, diesen Emulator. Jetzt kann man das Ganze nach links ziehen, kann ein Foto machen, kann das aber auch nach rechts ziehen und damit entsperren. So, das ist also hier der Überblick der Apps. Hier links kann man eine Suche starten. Wenn man da allerdings jetzt draufklickt, dann stürzt das Ganze ab. Ansonsten hat man hier halt auch viele, viele andere Apps. Fangen wir mal bei der Kamera an. Das ist also dann hier das Kameradesign. Hier würde theoretisch, wenn der Emulator jetzt ein Bild hätte, würde dann auch ein Bild erscheinen. Ja, aber hat ja keine Kamera. Ansonsten natürlich auch Radio-App hier. Dann Kalender gibt's. Das sieht dann so aus. Und hier sieht man auch schon ganz schön dieses typische Firefox OS-Design. Hier dieser Balken. Der wird uns hier noch öfters begegnen. Gehen wir beispielsweise mal zu den E-Mail-Einstellungen. Da sehen wir jetzt schon hier die E-Mails. Hier kann man sie lesen und kann hier auch welche schreiben. Wenn man hier dann darauf klickt. Und hier fällt natürlich auch wieder diese Leiste hier oben auf. So, gehen wir weiter. Was gibt's noch? Messages. Hier kann man dann ganz leicht Messages an irgendwen schreiben, an seine Freunde, an seine geschäftlichen Kontakte und kann hier bei Kontext genau diese Freunde oder geschäftlichen Kontakte eintragen. Ja, das ist also im Groben und Ganzen Firefox OS. Insgesamt bietet das Programm also nicht viel mehr als ein Android- oder iOS-Gerät. Es ist nur alles ein bisschen anders aufgebaut und eventuell gibt es auch die ein oder andere App, die es sonst nicht geben würde. Wer das Ganze testen möchte, der kann mal in die Beschreibung gucken. Da gibt es einen Download-Link und kann das Ganze selbst ausprobieren. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, ihr öffnet auch das morgige Türchen. Bis dahin sage ich Tschüss.